Hier war ich schon. Nee. Ich war's nicht. Why? Wow, hat gut ausgeteilt. Du hast den Schlüssel. Komm, komm, komm. Nein, hat er nicht. Oh, großer Seelenstein. Gefüllt mit großer Seele. Jetzt habe ich gerafft, wofür ich die brauche. Ja, ich bin ein bisschen langsam. Schlüssel. Haha. Orkische Streitaxt der Entkräftung. Makelloser Granatstein. Nein. Gold kann ich mitnehmen. Das nicht. Ich habe nur noch einen Gewichtspunkt frei. Und hier liegen... Ich hab's geahnt. Und Pfeile. Ach, Pfeile haben kein Gewicht. Der wiegt 1. Was kann ich denn? Was kann ich denn? Ich habe auch nichts mehr zu essen. Drei. Nee. Drei. Wölfe und Ziegen, das sollte sich ja wiederfinden lassen, nicht wahr? Also. Woanders halt. Das war jetzt aber auch mehr Glück, ne? Es war nicht angezeigt, dass man hier lang muss. Unsere kleine Samurai-Ninja-Gewalt-Schwert-Frau. Nähern wir uns dem großen, dem Finale, na? Hallöchen! Cool. Na du? Ah. Was haben wir da noch? Gut. Gavros, seid ihr das? Ich hatte die Hoffnung schon fast aufgegeben. Lasst mich die Tür öffnen. Oh, okay, gut. Ha, verarscht. Ich bin's. Was tut ihr hier? Was habt ihr mit Gavros gemacht? Euer Freund ist tot. Es waren die Falmer, nicht wahr? Verflucht sollen sie sein. Sie haben alles ruiniert. Wenn Gavros fort ist, gibt es keine Hoffnung mehr. Er hätte eigentlich mit dem Kristall zurückkommen sollen. Ohne ihn war unsere ganze Arbeit umsonst. Und ihr auch. Wenn ihr hier nach Schätzen, Weisheit oder Ähnlichem sucht, habt ihr leider eure Zeit vergeudet. Was hat das mit dem Kristall auf sich? Beim ersten Mal hat es nicht funktioniert. Ich wollte es Gavros erklären, aber er wollte nicht auf mich hören. Nein, es wird nicht zu kalt, sagte er nur. Aber natürlich hatte ich am Ende recht. Als wir hier eintrafen, war alles ganz falsch eingestellt. Verformt durch die Kälte. Gavros musste alles nach Sirodiil zurückschaffen. Hat den Rest von uns einfach hier zurückgelassen, um die verdammten Falmer abzuwehren. Wofür ist dieser Kristall, wenn ich den Kristall finde, den ihr sucht? Ich weiß ja nicht, welche Art Hilfe ihr von mir erwartet, aber wenn ihr den Kristall tatsächlich findet, ist euch mein Dank gewiss.
Ich suche den Stab des Mark. Finde den Fokuskristall. Ach ja. Leider kann ich euch damit nicht helfen. Ich brauche den Kristall, bevor ich etwas Sinnvolles machen kann. Und ich habe ihn nun mal nicht. Es war eine wirklich brillante Idee. Natürlich stammt sie hauptsächlich von mir. Auch wenn Gavros den ganzen Ruhm dafür eingeheimst hat. Ist aber geheim. Amtliche Synodenangelegenheiten können nicht darüber reden. Ja, bla bla bla. Ihr mit eurem amtlichen Tralala-Fit. Ich weiß, wo das Ding ist. Wo ist Gavros? Ja, der ist weg. Und ich habe kein... Ach doch, ich habe wieder Platz. Wieso habe ich wieder Platz? Den hätte ich von Anfang an mit mir rumschleppen können, ne? Dann wäre das schon... Ah ja, meint ihr diesen Kristall? Ich wette nicht mal, dass dann so eine Auswahl gekommen wäre. So, besser ist das. Hey, Suppel. Bitte sagt mir, dass ihr den Kristall gefunden habt. Ich will an diesem Ort nämlich nicht sterben. Ich habe euren Kristall gefunden. Ha, in der Tat. Ich hatte schon beinahe den Verdacht, dass Gavron wegging und starb, nur um mich zu ärgern. Auch eine Meinung. Bei all den Fallmann, die hier herumschleichen, kann ich allein leider nichts erreichen. Ihr werdet wohl mit mir kommen müssen. Ich erkläre euch alles unterwegs. Na dann. Was immer Gavros auch gesagt haben mag, ich hatte die Idee zuerst. Der Rat wird nach meiner Rückkehr davon erfahren. Es war meine Idee, dieses Ukola zu verwenden. Ich weiß nicht mehr, wie die Zwerge es nannten. Etwas Unaussprechliches, so viel steht fest. Aufgrund unserer Nachforschungen glauben wir, dass sie darauf aus waren, die Natur des Göttlichen zu entschlüsseln. Was haben wir denn hier? Ihre gesamte Maschinerie war mit dem Ziel erschaffen worden, das Sternenlicht zu sammeln, um es dann... Hier bin ich mir nicht ganz sicher. Um es irgendwie zu spritzen. Es war meine Idee, eines der Hauptelemente durch unseren Fokuskristall zu ersetzen. Dazu musste ich über viele Monate unzählige Verzauberungen anwenden. Wollen wir nur hoffen, dass diesmal alles stimmt. Oh je. Hier. Wundervoll, nicht wahr? Es war eine Heidenarbeit, das wieder zum Laufen zu bringen. Ich hoffe, die Plackerei zahlt sich noch aus. Okay. Leg den Kristall in die Vorrichtung in der Mitte. Dann können wir den Vorgang zur Fokussierung einleiten. Die Vorrichtung in der Mitte? Ach da. Es ist äußerst wichtig, dass ihr das richtig anstellt. Nee. Ach da oben. Okay. Fokussiere das Okular. Okay. Ja. Ah. Nee, der da muss sich bewegen. Nee, nur der hier wird mir angezeigt. Okay.
Nee, warte mal. Irgendwas stimmt hier nicht. Moment, lass mich kurz überlegen. So. Was passiert, wenn ich den drücke? Aha, 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 aha. Ah ja, warte. Ja, nüscht. Lass mich noch mal kurz gucken. Gut, hier kann ich nichts mehr machen. Der bewegt sich in... Das ist irgendwie nicht richtig ausgerichtet, das Ding da. Ja, da kann ich ja ewig drücken hier. Hm. Alter, ich brauche mal einen Tipp. Komm mal her. Kristall muss nun fokussiert werden. Er wurde so weit von hier erschaffen, dass uns von Anfang an klar war, dass noch einige Feinheiten geregelt werden müssen. Der Kristall dehnt sich beim Erwärmen aus und zieht sich beim Abkühlen zusammen. Dadurch ändert sich auch die Art und Weise, wie sich das Licht in ihm bricht. Die Wärme- und Kältezufuhr regelt ihr anhand von Zaubern, die ihr aus der Akademie eigentlich schon kennen müsstet. Ihr solltet hier ein paar Bücher mit dem nötigen Grundwissen finden. Sollte eure Ausbildung noch schlechter sein, als mir zu Ohren gekommen ist. Du kennst mich doch gar nicht, Vogelbär. Also gut. Okay, das heißt... Irgendwo mache ich jetzt hier. Oder? Ich raff's nicht. Ich versteh's nicht. Könnt ihr vielleicht woanders mit dem Feuer spielen? Ihr wisst schon, nicht in meiner Nähe. Ja, aber wo? Aber wo?
Frostbiss und Flammen. Oh, warte. Jetzt habe ich's. Ihr braucht etwas? Nee, ich glaube, ich hab's. Wo ist er? Da. Was eine Rätselraterei. Jahrelange Arbeit macht sich endlich bezahlt. Aber was ist es? Diese Resultate sind ganz anders, als sie sein sollten. Tja, man weiß es nicht. Diese Projektion sollte erleuchtet sein wie der Nachthimmel. Irgendetwas verursacht eine beträchtliche Störung. Irgendetwas in Winterfeste, wie es scheint. Was für ein Spiel treibt ihr da? Ist das etwa ein Versuch, meine Arbeit zu behindern? Also, was ist? Was habt ihr getan? Nichts. Wusstet ihr, was wir zu erreichen versuchten? Seid ihr hier, um sicherzustellen, dass euer Plan aufgegangen ist? Dass eure Anstrengungen nicht umsonst waren. Nun, erklärt euch. Ich habe keine Ahnung. Ob etwas schiefgelaufen ist? Schiefgelaufen? Alles ist schiefgelaufen. Absolut alles. Was auch immer an der Akademie passiert, es hat unsere Arbeit hier komplett beeinträchtigt. Wie habt ihr es gemacht? Ich hab nichts getan. Ich hab keine Ahnung. Entweder belügt ihr mich oder... Ihr habt da etwas in eurer Akademie, nicht wahr? Etwas unglaublich Mächtiges. Etwas, das alles übersteigt, was ich jemals erwartet hätte. Was ist es? Ach komm, wir sind mal so ein bisschen unbedarft. Meint ihr das Auge von Magnus? Das Auge von Magnus? Nun, wenn das bedeutet, was ich glaube, dass es bedeutet... Also, das ist ja interessant. So, jetzt hilf mir mal. Der Stab, ja. Interessant. Ich kann euch nicht alles erklären. Dadurch würde ich viele der Geheimnisse verraten, die die Synode über die Jahre hinweg zusammengetragen hat. Ich bezweifle außerdem, dass ihr alles bis ins Detail begreifen würdet. Habt ihr jemals das Planetarium in der Kaiserstadt gesehen? Das diente als Inspiration für diese Idee. Anstatt den Himmel zu projizieren, projizieren wir ganz Tamriel. Und nutzen dann die latenten Energien zur Überlagerung der Positionen von... Ihr müsst nur wissen, dass das Ziel der ganzen Arbeit war, uns Quellen großer magischer Macht zu offenbaren. Das war mir schon klar. Natürlich nur zum Schutz des Kaiserreichs. Ja, ja. Und doch wurden uns am Ende nur zwei Orte offenbart. Und einer davon ist eure Akademie. Der andere Ort? Nun, es kann sich nur um Labyrinthion handeln.
Was ist denn Labyrinthion? Nur so, Magier von Winterfeste. Wie es scheint, habe ich eure Absichten durchschaut. Was willst du von mir? Selbst wenn all eure Worte Lügen waren, weiß ich, dass ihr in Winterfeste etwas habt, das den Rat der Synode sehr interessieren wird. Also schön, tretet auf der Suche nach eurem Stab den langen Weg nach Labyrinthion an. Ich hingegen werde nach Cyrodiil zurückkehren und dem Rat meinen vollständigen Bericht unterbreiten. Diese Sache ist noch nicht vorbei, das kann ich euch versichern. Nun, ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja, natürlich ist er dort. Aber das spielt nun keine Rolle mehr, weil ich weiß, dass ihr in eurer Akademie etwas noch viel Wichtigeres verbergt. Der Rat muss davon erfahren. Er muss wissen, was ihr im Schilde führt. Ich bin in amtlichen Angelegenheiten des Hohen Rates der Synode hier. Mehr müsst ihr nicht wissen. Ich glaube, wir sind hier fertig. Ja, das glaube ich auch. Und dann wollen wir uns mal auf den Weg zurück zur Akademie machen, nicht wahr?